Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles oder Wie tanzen wir uns durch die Nacht? Mit dabei ist Brause, hi. Hi. Und Native Barbarian, tag. Hallöchen. Und der Captain Karacho in der Basis, hallo. Moin moin. Wie bricht man den Tanz eigentlich ab? Einfach irgendwie ein Werkzeug in der Hand nehmen oder so. Oder eine Waffe oder irgendwas in der Hand nehmen. Okay. Siehste. Oho. Ja, das ist so wie bei GTA, ne? So mit dem. Oh, oh. Cthulhu wird dich holen kommen. Hier liegt was für dich. Ja? Und Native, hier liegt was für oh, dich. Oh, ein Schleimchen. Hab ich das jetzt abgeschossen? Wo sind das hin? Sind beide drin. Das sind beide drin, okay. Ja, kann hier, da noch eins rausholen. Hier aus dem das ist nämlich. Das wäre Licht. Die schöne Fackel hier. Geil ist die. Hält die 20 nicht. Minuten oder was? Wie geil hier ist das denn? Ja, gut, die normale Fackel hält aber auch 20 Minuten. So, jetzt könnt ihr noch das gekochte exquisite Fleischreis nehmen aus dem Lagerfeuer. Ja, Native, fühl dich. Ich hab noch 45 Ärmchen, das reicht noch. Wieso isst du Arme? Ja, ich kann das. Er ist Jock. Er kann auch rohes Fleisch essen, weil ja. Wenn er unter Attribute. Also, falls ich dich mal anknabbern sollte, Native, weißt du warum? Das zerlegen wir mal hier, damit nicht random hier irgendein Lagerfeuer rumsteht. So. Ja. Ja, aber dann wissen wir waren schon mal hier. Ich weiß auch so, dass wir schon mal hier waren. Hier oben ist Kohle. Jungs, hier oben ist Kohle. Und Mädels. Okay. An der Map-Grenze? Ja. Oder was? Oi, oi, oi. Ich dachte, du warst hier schon mal. Also nah an der Map-Grenze gehe ich doch nicht ran. Echt jetzt nicht? Guck mal hier. Hier ist, kannst dich austoben. Da. Bei Hundis. Wie gesagt, ich hatte in meiner Singleplayer-Folge hatte ich mal meine Nase fast schon an der grünen Wand gerieben. Okay. So nah war ich da. Aber der Native müsste trotzdem mal ein bisschen in die Nähe der namenlosen Stadt, bis er das Reiseziel erreicht, namenlose Stadt irgendwie. Okay, dann kommen wir jetzt, dann gehen wir jetzt zuerst hin. Dann Rückwärtsgang, Native? Nee, man sieht leider hier Kindertageszeit, also ich wüsste es auch nicht, dass man muss es. Müsste eigentlich reichen bis zur Mauer hin, oder? Der Sonne abschätzen. Müsste bis zur Mauer reichen, genau. Dann kommt mal mit, dann gehen wir da runter jetzt. Genau. Da ist ja gerade nix, außer der Bock da unten. Native, bist du hinter uns? Jo. Oh. Native nimmt lieber die Standardfackel als den Leucht. Ja, ich sehe gerade, beidhändiges Schwert mit Fackel geht schlecht, von daher lassen wir das jetzt mal. Ah, ich gebe erstmal Licht, das ist nur ein normaler Reh, das ist... Boah, Killer. Proxy killt hier die Rehe. Ja. Also Native, ich weiß nicht, du musst uns gleich sagen, wenn du an der Mauer da dran bist, ob das reicht, dass da namenlose Stadt steht. Keine also, Ausdauer mehr. Ja, nee, ist ja nicht schlimm, aber ob das... Pass auf. Gibt es Angriffe in der Nacht? Noch nicht, nein. Wir haben zwar die Möglichkeit, die Purge nee, zu stellen. Nee, nicht. Da müssen wir irgendwie mit noch aber, ein bisschen... Aber... Das haben wir nicht, also das ist die sogenannte... Wo war denn nochmal der Eingang? Das Ding hier auf der anderen Seite, ne? Das ist doof. Ah, das haben wir nicht, aber... Was? Räuber oder anderes? Ne, Räuber haben wir so Gott sei Dank nicht. Aber wie gesagt, eine Säuberung könnte man jetzt hier einstellen. Bei vier Mann haben wir das ausgestellt, weil wir sind einfach noch nicht so weit. Jetzt hast du es? Okay, dann können wir den. Dann mal wieder zurück nach links. Scharf links. Ich übrigens ja, auch jetzt. Haha. Weil wenn wir zu weit nach rechts kommen, dann kommen Skorpionchen in den Weg. Das wollen wir nicht. So, im Dunkeln mag ich die nicht. Wieder los, Maracho. Maracho hier alles fertig machen. Ah, bitte wieder hell. So, also links. Nochmal zu der Purge, Karacho. Jo. Und zwar... Entschuldigung. Okay, ihr geht lieber rechts, okay. Hey, was ist rechts, links? Du hast eine Orientierung hinter dir, ist ein Skorpion hinterher. Ja, ich habe gesagt links, ihr geht rechts rüber. So, nochmal zurück zur Purge. Genau, der hier auch noch. Proxy! Ja, Moment. Ich kann da nichts dafür, dass ihr hier, dass ihr falsch gelatscht seid. So, ich glaube, unser Reiseleiter wird langsam etwas müde. So, jetzt nochmal links. Links ist da, wo ich bin. Nur zur Info. Oh, er geht immer von der Karte links aus. Und du hast wieder einen Skorpion am Arsch. Ja, macht ja nichts. Ja, wenn ihr das nicht macht, kannst du ja mal in Real Life dir einen Skorpion am Arsch hängen. Sind die auch so groß? Vielleicht. Also wird schwierig. Ich glaube dann nach dem Atomkrieg vielleicht. Also die Purge Cap, die ist an. Die ist bei 4 Spieler, ist sie an. Die einzige Sache ist nur, dass ich die Items, die man dafür craften muss, extrem hochgestellt habe, dass die Purge, sag ich mal, auch schon so ein bisschen was Besonderes sein soll.
An was sehe ich das? An was sehe ich das? Wenn du dein Inventar öffnest, hast du unten eine Säuberungsanzeige. Wenn da der weiße Balken sich langsam füllt, dann bist du der Säuberung schon ziemlich nahe. So, und damit die nicht umsonst gestorben sind, okay, mache ich da mal jetzt... Nee, das sind ja die Kleinen. Okay, Spruch vergessen. Ach du Scheiße. Die ist an. Ich habe die ganze Zeit... ja, die ist an. Hier passiert nichts. Mach. Nee, die ist an. Es passiert auch nichts. Entspann dich. Da kommt ein, das muss ein bisschen... Das dauert, bis da was kommt. Genau. Wie du gerade gemerkt hast, Native, die können sich auch wieder im Sand verbuddeln. Das ist das Lustige an den Viechern. Ach, da hinten seid ihr. Nein, so, da war wieder nur Chitin. Ich bräuchte mal ein Wasserloch. Ja. Das haben wir damals auch gedacht. Wie viel Wasser hast du da noch? Bleib mal hier, mach mal langsam. Zurück. Also der Beutel ist leer, aber ich bin noch voll getrunken. Dann lege ich dir mal hier einen Beutel ab. Nimm den mal. Da sind noch drei drin. Dankeschön. Weil die brauchen wir wahrscheinlich noch. Wo ist denn Brause? Da oben ist Brause, okay. Die Richtung stimmt schon mal. Wo ist Brause? Hier oben, wo ich hochlaufe. Da ist nämlich jetzt das. Jetzt kommt mein Wohnzimmer sozusagen. Ach, hier diese gerade Fläche. Ja, ja, genau das war unser Wohnzimmer. Ja, wunderbar. Dann gehen wir jetzt weiter und werden weiterfahren. Und da oben ist noch Kohle, nur zur Info. Ja. Ich kann nicht so viel mitnehmen. Ich schwach nur. Ich bin auch eher auf das Silber aus. Okay, dann gehen wir Richtung Silber. Dann haben wir auch noch gleich ein paar Federn da hinten, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier jetzt gerade so richtig bin mit dem Silber. Doch, die Richtung stimmt, die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Native, kommt mal mit. Was brauchen wir jetzt? Silber oder Kohle oder? Wo bist du denn, Native? Ja und ja. Ach, da hinten. Nee, komm einfach hier rüber. So, und wir werden Silber ist ihm wichtiger. Platz machen für unseren guten. Falls du jetzt gleich einen Reno siehst, ja. Native, nicht drauf oder losgehen, das überleben wir nicht. Zu dritt? Ja, das sind zwei. Und eins ist ein bisschen heftig, also. Ist das ein schwarzes dabei oder was? Nö, aber. Ja, Kaffee ist sehr gut. Gute Idee. Immer nehmt euch Kaffee. Ich habe meinen Energy, den ich mir gleich Also, ich bin da immer erst so ab. Level, was war denn das? 40 oder so drauf und dann war das relativ. Ich trinke frühst auch noch kein Faxe. Man trinkt nie Faxe. Oh doch. Die 1-Liter-Dose zu besonderen Anlässen, ey, es ist schon einfach. Alter! Doch, man muss auch mal Assi sein können. Man muss auch mal Assi sein können. Hier ist nochmal ein Poi. Ich trinke kein Sternburger, ich trinke kein Stierbier, ich trinke sowas nicht, aber mal was, einmal Stierbier? Einmal Assi muss man sein. Nee. Sorry, wenn ich irgendwann auf den Schlips trete oder sowas damit, na, aber nein. Wieder Chitin. Da unten muss er noch ein großer sein. Genau. Ich bin normalerweise so, ich trinke nicht mal Bier aus Dosen. Also grundsätzlich eigentlich nicht. Das ist das einzige Sorte Bier, die ich, wenn ich es mal trinke, aus einer Dose trinke. Ja, natürlich ist das Bier Faxe voll Assi, aber das hat sich mal in dem Stream ergeben, Eisenfaust, wo der Cap mal eine Dose geöffnet hat. Hast du jetzt ein Silber? Ich hab dann einfach gesagt, erstmal zum Morgen gute Dose Faxe. Ja. Das war auch, glaube ich, encoded irgendwie. Ja. Also, hast du alles Silber? Ja. Okay. Soweit ja. Ich aber wie gesagt, ich bin also keiner, der. Ich trinke keinen Kaffee, ne? Ich bin keiner, der Kaffee trinkt oder sonst was, sondern ich trinke tatsächlich nur. Hinter dir? Was Koffeinhaltiges ist, das sind dann tatsächlich die Energies. Ich so, der hat jetzt aber. Ne? Ist das auch noch Silber? Ach Mensch, wieso hatten jetzt wir jetzt wieder nur Chitin bei? Doch, da ist er. Ich habe nur vier Drüsen, vier Wundsekret, das ist blöd. Okay. Dachte ich jetzt, das würde mehr abwerfen. Nee. Aber nee, die Größe ist geil. Danke. Was die Größe meinst du, Pause? Vom Faxes, schreibt der Eisenfaust gerade. Die Größe ist steil. Von Faxebier, glaube ich, meint er. Achso. So eine Literdose, ja, ist schon krass. Nämlich doch ist schon ein 5 Liter Partyfoss. gehen wir jetzt in die Stadt oder wie? Oder was? Ja, wir gehen in die Stadt. Gut. Native? Ja. Wo bist du? Weiter runtergelaufen. Dann mal wieder zurück. So, ich frag nur, beim Karacho nicht, dass die Reisegruppe etwas zerstreut. Genau, auch bei mir gibt es jetzt auch noch mal kurz den Multilink. Achso, Federn wollten wir ja auch noch. Ja gut, nee. Brauchen wir viele Federn? Ja, ihr seid ja nicht so pfeilaffin, ne? Dann auch standesgericht gestochen. Das stimmt bei uns. Also, moin, Benny Black. Ja, Faxe, da brauchen wir uns alle hier gar nicht diskutieren. Ich glaube, wenn jetzt einer hier in den Chat kommt und sagt, Faxe ist geil, dann... Ach, ja, geht aufs Reno, ich glaub's nicht. War das jetzt Absicht oder Zufall? Stibbins hat wieder Ahnung. Stibbins ist wirklich einer, der hat Ahnung. Er sagt so hin,
dass das mit dem Stammesgedächtnis hier gestochen werden muss. Keine Ausdauer, Leute. Die Dose. Alleine klarkommen. So ist es. Oh, siehst du, da ist er doch tot. Weiß gar nicht, wo euer Problem war. Siehst du, also es gibt auch Leute, die Problem. Ich habe gesagt, die sind nicht so easy, also. Wirklich geil. Es, man kann es mal trinken. Also bei mir verbindet das aber einfach nicht der Geschmack, sondern bei mir ist es einfach so, es erinnert mich an alte Kollegen, mit denen ich damals öfters mal zusammen hingesetzt habe und den Gegner getroffen habe. Und es ist einfach eine Erinnerung an Leute, die man nicht mehr zu tun hat. Was war das denn? Alter! Und schon flogst du durch die Gegend. Das war mein Backdoll-Modell. Jetzt muss ich mal ein bisschen auffüllen. Ich bin jetzt fast 50% runter. Ja, wir sind doch jetzt in der Stadt. Ja, genau, nur in Maßen. Das ist nicht, also ist nicht so, dass ich sowas. Ich habe auch schon ewig nicht mehr getrunken, weil wie gesagt, mir fehlt einfach denn der Gag daran mit den Leuten. War das was anderes gewesen? Die haben dann immer so gesagt. Wieso ist denn das jetzt despawned? What the hell? So ein schönes Faxe. Was denn? Das Rito ist despawned. Gerade wo ich jetzt auspacken wollte, mein Messerchen da. Seit wann? Warum? What the hell? Seltsam. Brauchst du irgendwas von dem Haushorn? Dickes Fell ist nicht schlecht. Und Fleisch. Moin, moin, Bulli, wie geht's dir? Fleisch, die Keulen müsste es doch geben, oder? Hat das noch rausgekriegt? Ja, hab ich. Ja. Die kannst du mitnehmen, wenn dich nicht stört. Ansonsten kannst du mir geben. Ne? Das geht vom Gewicht noch. Gut. So. Bin überlastet. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, wo ist es? So. Versprochen, dass er welche bekommt. Das auch einhalten. Dann gehen wir mal rein, ne? Ja, ich bin schon in der Stadt. Dann ja, kommt ja. Der... Eins, ja, dann überleg mal. Eins, es ist ein Liter, ne? Wo ist Native? Es ist ein Liter. Müsste eigentlich hinter mir sein. Ja, nix. Mein Gott, er muss ja alle Flüge knappen. Ich bin mit Native unterwegs, der tötet auch alles. Das bin ich nicht. Nee, noch nicht. Ich habe hier 7 Silber jetzt. Was willst du? Wegen 7 Silber töte ich natürlich auch. Sofort. Nee, es gab mal eine Zeit, das war glaube ich noch vor dem Final Release, da hatten die immer Schwefelball, die Wachen. So. Das war sehr interessant. Wir haben die Türen zugesperrt. Ja, ja, die sind nicht so, nicht so gastfreundlich hier. Nicht schießen! Nein! Nicht schießen! Native? Was machst du da? Da oben, hier auf dem Dach, da ist so eine, da siehst du so eine. Nicht so gut komische, morgen arbeiten. Ach, das dürfen wir jetzt so einen Helm, da musst du hochklettern und E drücken, dann lernst du eine Rüstung. Dürfen wir jetzt noch nicht so wirklich machen. Hatte ich ja schon, ne? Dann ja, ich glaube, du hattest die schon. Was ist denn hier? Was denn benötigt ein Gegenstand? Eisenfaust, danke schön für dein Follow. Rüstungsmacher, Kämpfer. Ja. Bis dahin. Können wir mal eine kurze Zigarettenpause machen? Könnt ihr ruhig machen? Das hört sich gar nicht schlecht an. Ach so, das, ja, nee, dann mach aber, wenn du AFK bist, Native, zieh dir die Sandsturmmaske auf zur, Nee, ich muss nur schnell einen zusammenkleben. Ach so, okay. Dann, wenn du da bist, dann ist das ja, weil der Cap, der ist ja dann meistens. Wir müssen doch dann gleich hier mal am Wasser die Trinkschläuche wieder auffüllen, nur zur Info. Salam. Adigo Salam, Eisenfaust. Ah, oh, fuck, er kann Arabisch. Was für ein Ding? Salami? Ich kann Russisch. Rucki wiech, dabei. Dabei. Mein Hallo angekommen. Du hast, Benny, du hast geschrieben, moin moin, Igitt Faxe. Das ist echt eklig. Das war deine Begrüßung. Genau, trink mal und füll deinen Trinkschlauch auf und dann ist wieder gut. Und trink ein Faxe-Bier, dann passt das schon. Bleh. Also wisst ihr Bescheid, wenn wir mal groß genug sind, Community-Treffen wird gesponsert von Faxe. Boah, ey, da kommt keine Sau hin, ey. Ich komm dann mal nicht. So, und jetzt die Bewohner töten. Nein. Nicht. Als Berliner, Ja. Gehen wir oben rüber, mal, oder? Ganz ehrlich, ihr trinkt doch dann auch Oettinger Bier, oder? Wenn ihr Faxe trinkt. Also, ich trinke ja kaum Bier, sagen wir mal so. Und wenn, dann ist es eher halt der Standard, so Krombacher, Warsteiner. Naja, du willst ja nur looten hier. Aus der Gegend bei mir, von daher. Ihr gebt mir mal eure Adressen, dann schicke ich euch mal richtiges Bier. Oh, du fang jetzt nicht an wie der Garacho, der mir erzählt hat mit dem Fleisch. Er wird mir jetzt ein ganz tolles Fleisch dann mal zeigen, braten und so weiter. Vom Caterer, ja.
Nee, vom Cat. Hast du jetzt gesagt. So wie aber so Türks, wie bei uns hin. Gehen wir durch die Stadt wieder raus und dann Richtung Norden oder am Schwefelsee vorbei? Ja? Ich bin doch schon wieder hier. Ja, ich sehe es. Total. Ich weiß aber nicht, hier ist doch auch irgendwo Conan. In irgendeinem Lokal ist doch ja, Conan. Ja, in irgendeiner Kneipe, glaube ich, wo man den anlabern kann oder so. Wo ist die Kneipe? Keine Ahnung. So weit war ich noch nicht durchgedrungen. Also die Stadt ist auch irgendwie so ein kleiner Irrgarten hier. Also, man muss viel Muni mitbringen, viel Ambrosia und wenn man metzeln will. Oh, Eisenforscher, lehnst du dich jetzt aber mit dem Native ein bisschen aus dem Fenster, ne? Wie denn? lol, der Bayer, die saufen eh nur Wasserbier. Boah! Holla die Waldfee. Also bei mir in der Umgebung ist eine alte Brauerei und die machen Bockbier. Bockbier? Okay. Und das ist so wie Dunkelbier ist das. Das hat 8,9%. Ich gebe dir gleich Wasserbier, Eisenforst LP. Schreibt Silly Philly. Ah, hast du Verteidiger auch im Chat? Gehst du absichtlich darüber, Brause? Was Bayern? Ja, ich gehe da absichtlich darüber. Was Bayern hat das beste Bier? Schreibt dann kommen Benny wir mal Black hinterher. Das, was Benny Black sagt. Ja, das ist schon. Du, ich stehe hier alleine. Oh. Seite da rechts von dir und dann geradeaus. Jetzt schreibt der Eisenpost, lol, Bayernbier ist nah an Faxe. Oh. Boah. How dare you, Eisenpost. wo ist denn jetzt der Native? Hast du den gesehen? Ja, der sollte mir folgen. Nee, da geht ein NPC. Bist du noch vor der Stadt, Native? Nee, nicht mehr so ganz. Ich hab dir gerade gesagt, rechts, da wo ich den Hang hochlaufe und ich hab ihn wo gesehen. Wo laufen sie denn jetzt? Hey, du hast 100 Meter neben mir gestanden. Ja, wo laufen sie denn? Wieso lauft ihr jetzt da unten? Ah, jetzt ist er oben. Aha, Pause. Komm an und zurück, alles wieder hoch. Oh Mann. Wir bräuchten echt so Kuhglocken, ne? Damit man weiß, wer wo ist. Drei unterschiedliche Klangfarben. Boinki, 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 boinki. Ja gut, deine Glocken sind wahrscheinlich etwas tiefer vom Ton her als meine. Das ist schwierig. Schwierig, ganz schwierig. Wieso? Kuhglocken haben verschiedene Tonlagen. Natürlich. So. Ich geh nochmal zum Eingang, da wo es den Schmelzer 3 gibt. So, erstmal die Aussicht hier genießen. Dann machen wir mal einen Screenshot, wie das sich gehört, so, ne? Ja. Müssen wir mal runter? Können wir, also Schmetzer 3 ist jetzt nicht gerade so unbedingt wichtig. Bayernbier möchte ich gerne gut schmecken. Was? Bayernbier möchte gerne gut schmecken, ja. Das schmeckt wahrscheinlich auch gut. Also, wie gesagt, ich bin nicht so der große Biertrinker. Jo, geradeaus da runter. Man bräuchte gar nicht hoch hier. Jetzt auch nicht so schlimm ist hoffentlich, dass ich jetzt nicht so viel Bier trinke. Ich trinke am liebsten eigentlich Long Island Eistee. Eistee, okay. Ist der gesüßt? Der Long Island? Nur überhaupt. Der Long Island oder der Eistee? Und der Long Island. Die Wiesen machen, damit überhaupt einer das Bier kauft. Oh. Okay, hier ist noch Kühlchen. Deswegen müssen sie ja immer die Wiesen machen, damit überhaupt einer das Bier kauft. Okay, das ist ein Argument. Ja, aber in Wirklichkeit ist ja das noch das schlechte Bier, das verkaufen wir nur an Touris. Jetzt hat er aber so ein Geheimnis hier gelüftet. Ne? Jetzt, jetzt bringst du aber den wirtschaftlichen Niedergang von Bayern, wenn das jemand hört. Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne ja wirklich nur 70 Kilometer weg von München, aber ich fahre da selber auch nicht mehr hin auf das Oktoberfest. So. Weil das unverschämt ist, was die da machen. Ja, finde ich auch. Wie viel Kohle hast du mittlerweile? Ich? Ja? 200. Ich hab 24. Ja, geht doch. So, da ist er wieder. Ja, WB. WB, da vorne ist noch was. Ich nehme auch. So, jetzt müssen wir wieder ruhig sein, der Captain ist da. Oh Gott, oh Gott. Da brauchen wir nicht, danke. So. Wir sind jetzt hier eigentlich voll den Umweg gelaufen, ne? Ja, aber wir zeigen so ein bisschen die Gegend und. Genau, du findest ja auch die ganzen Poistern. Also genau, du hast dann nachher ein bisschen Orientierung. Guck mal, wenn ich jetzt mal auf die Spielerliste gucke, Level 15 lässt sich doch schon gut aussehen bei dir. Ja. Und ich könnte wieder leveln. Ich merk's gerade, warte mal. Ich level mal gerade wieder.
Was wollte ich denn machen? Ich wollte doch 13 Euro? Eine Maßbier oder ein Glasbier? Also eine Maß. Eine Maß? Oh. Ja, die sind voll bekloppt. Das ist aber heftig. Die Leute kaufen es. Das ja. ist ja das Schlimme. Ja. Haben zu viel Geld, die Leute. Manche. Viele. Viele Leute. Oh, ich bin aufgestiegen. Level 41. Du musst dir vorstellen, während der Wiesenzeit kosten die Hotelzimmer 350% mehr als im Rest des Jahres. Wow, das ist doch eine Ansage. Jo, so kann man den Rest des Jahres finanziell überleben, ne? Also das ist echt Katastrophe. Muckst du hier auf, oder was? Muckst du auf? Wollte gerade sagen, wo kommt denn der her? Was will denn der hier? Jetzt ist er weg. Da hinten ist nochmal so ein Obelisk, den kann Native noch aktivieren. Das, wenn wir dann mal irgendwann den Kartenraum haben, können stimmt, wir jetzt... Stimmt, da wabert noch so ein bisschen was rum. Ja. Da war ich schon mit dir, ne? Da waren wir schon, da waren ganz wir ja... am Anfang. Hier. Oh, da sind Skelett-Fritzen. Das wird lustig. So, Native, hier siehst du ja immer gleich. Ja, sondern die Argonauten. Oh. Da sind die Argonauten. Geht mal langsam voran vorbei. Die beten noch an. Jetzt, jetzt nicht mehr. Okay, das war jetzt mit Ansage. Metzel! Oettinger, was ist Oettinger? Oh, seid vorsichtig, seid vorsichtig. Gibt es hier auch verschiedene Stufen, Werkzeuge, Waffen etc.? Da haben wir noch verschiedene Farben bei, zum Beispiel Spitzhacken, um den Gürtel zu deuten. Ja, also du kannst die Spitzhacken logischerweise ähnlich machen wie bei Seven Days to Die. Du hast eben die Möglichkeit, die aufzuwerten. Kell und Genevra? 0815 und so weiter zu verwandeln, dann sind die immer ein bisschen effektiver. Und das, was die verschiedene Farbe bedeutet, das ist so ein genanntes was ist denn Aufwertungsset. Die Folge ist wieder zu Ende, sehe ich gerade. Und dann werden die nochmal ein kleines bisschen besser, die man hat. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und beim Spaß haben, hoffe ich doch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss.